Hallo, bei meinem Garmin Edge 520 Test. Ich zeige dir hier die verschiedenen Funktionen, das Menü und gebe dir noch weitere Tipps zum Edge 520. Der 520 wird auf die mitgelieferte Aero-Haltung einfach draufgesteckt über eine Drehbewegung und du siehst hier noch auf der Rückseite ist der Micro-USB-Anschluss. Nach dem Einschalten gehe ich hier gleich in die Protokolle rein. Da siehst du deine persönliche History, welche Routen du als letztes gefahren bist und kannst dir hier nochmal genau die Details anschauen. Die Gesamtdaten werden direkt nach deinem Profil aufgeschlüsselt angezeigt. Und hier im Training und dann bei Strecken, das sind alle Routen, die ich vorher per GPX auf den Garmin geladen habe, entweder aus dem Internet oder selber mit Garmin Connect erstellt habe. Hier kannst du dir nochmal eine einzelne Route anschauen, wie lang sie ist, auf der Karte. So, jetzt gehe ich hier zu den Segmenten. Da habe ich auch noch einige vorher draufgeladen, von Strava sind die. Und wenn ihr hier die ladet, seht ihr auch nochmal ganz genau, wo die sind. Und weitere Daten zu dem jeweiligen Segment werden euch angezeigt. Hier lassen sich dann die Segmente auch aktivieren oder deaktivieren. Falls sie aktiviert sind, siehst du dann immer vorher eine kleine Benachrichtigung. In 100 Metern kommt Segment so und so. Und dann wird dir genau nochmal beim Startpunkt eine Meldung gezeigt. Und während des Segments siehst du immer deinen Rückstand zum besten oder zu der jeweils ausgewählten Zeit und am Ende siehst du auch gleich sofort, wie du abgeschnitten hast. Das geht auch, wenn du kein Premium-Mitglied bei Strava bist. Auf meinem Blog findest du dann noch genau die Anleitung dafür, wie du kostenlos dir die Segmente draufladen kannst. Im Trainingsmodul lassen sich deine selbst erstellten Workouts in Garmin Connect nachfahren und hier nochmal kurz anschauen. Kannst du dir ganz individuell gestalten. Dann gibt es hier noch den Trainingskalender, wo du für jeden Tag ein spezielles Trainingsprogramm absolvierst. Indoor-Trainer, wenn du drin auf der Rolle fährst. Und das Intervalltraining ist auch super. Wenn du kannst du konfigurieren, ob denn welche Einheiten mit wie viel Wiederholung du trainieren willst. Hier kannst du auch noch ein Ziel einrichten, ob du irgendeine bestimmte Distanz zurücklegen willst oder eine gewisse Zeit etc. Hier siehst du jetzt deine eigenen Statistiken, geht los mit dem Erholungsratgeber. Immer am Ende deiner Radtour siehst du mal, wie lange du dich regenerieren lassen solltest und dann noch die verschiedenen Kennzahlen, wo allerdings häufig ein Leistungsmesser benötigt wird. Dann siehst du hier noch deine persönlichen Rekorde und auch dein Profil lässt sich konfigurieren, also dein Gewicht, Alter etc. Jetzt bin ich hier im Einstellungsmenü. Das erste sind die Profile. Super praktisch, gerade wenn du jetzt im Rennen fährst. Da wirst du vielleicht andere Daten sehen als im Training und wenn du zu Hause auf der Rolle fährst, sind wieder andere Sachen wichtig. Hier kannst du dann Bluetooth konfigurieren. Dadurch siehst du dann während deiner Radtour, wer dich gerade anruft und auch die SMS werden dir auf dem Garmin Edge 520 angezeigt. Außerdem lassen sich am Ende der Radtour die ganzen Daten direkt via Bluetooth hochladen. Hier konfigurierst du jetzt deine Trainingsprofile. Kannst du hier die verschiedenen Sachen eintragen. Als erstes siehst du hier die Trainingszeit. Das ist eigentlich das Essentielle, wo du dann konfigurierst, wie viele Felder siehst du hier auf einer Layout-Seite. Es fängt von 10 an und geht runter bis auf 1. Hier siehst du noch den Punkt für GPS oder die Verwendung von GLOSNAS. GLOSNAS ist das russische System. Kann ich dir empfehlen, beide zu nutzen. Dann erhöht sich die Genauigkeit, aber damit steigt auch der Akkuverbrauch.
Hier sind noch die Karteneinstellungen, ob du Zoom haben willst und ob die Karte immer genordet ist oder in Bewegungsrichtung läuft. Das ist wieder der Startbildschirm. Jetzt gehen wir mal hier kurz in die Helligkeit rein. Lässt sich mit einem Knopf direkt verändern. Ich kann dir raten, beim normalen Tageslicht reichen 10 oder 0% vollkommen aus. Erst wenn es dunkler wird, dann brauchst du wirklich die 100%. Jetzt kommen die verschiedenen Trainingsseiten. Das ist die erste Seite, das ist die zweite, noch mit den Leistungsdaten. Hier siehst du auch noch die Ganganzahl, falls du das Shimano DI2 System nutzt. Das ist die Karte, der Kompass, der virtuelle Gegner. Hier ist der Höhenmesser oder Höhenprofil, das ist der Leistungsmesser. Und das ist hier das Schnellauswahlmenü, da kannst du ganz die Helligkeit verändern, siehst das GPS-Signal, welche Sensoren verbunden sind und Bluetooth ein- oder ausschalten. Am Ende deiner Radtour siehst du hier die Übersicht von deinen zurückgelegten Kilometern und deiner Geschwindigkeit etc. Auch kannst du natürlich auf einer Karte dir anzeigen lassen, wo du lang gefahren bist. Hier, das ist die OpenStreetMaps-Karte und da hast du eine viel größere Detailstufe als bei den vorinstallierten Karten von Garmin. Das Höhenprofil deiner Tour. Rundenzeiten, falls du welche angelegt hast und interessant noch die Zeit, in welchem Herzfrequenzbereich du warst. Dann Segmente, falls du welche aktiviert hast. Werden dir auch sofort die Daten angezeigt. Mein Testfazit vom Garmin Edge 520. Er ist ein sehr guter Radcomputer. Perfekt für alle, die wirklich ernsthaft und ambitioniert trainieren wollen. Besonders lohnt, wenn du ein Leistungsmesser nutzt. Der Akku hält auch sehr lange durch. 14 Stunden sind angegeben und ich denke, das ist realistisch zu erreichen. Der einzige Nachteil sind die Anordnung der Knöpfe. Die fand ich ein bisschen, teilweise ein bisschen komisch. Da sind andere Geräte wie der ROX 10 von Sigma besser. Noch mehr Infos findest du auf meinem Blog, wie du zum Beispiel die OpenStreetMaps-Karten installierst. Schau einfach rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.